Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Zazu und seiner Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Und jetzt starten wir los mit dem heutigen Video. Zazu ist einer der Nebencharaktere, die uns durch die ganzen Filme und die ganze Serie Die Garde der Löwen hindurch begleiten. Doch heute wollen wir uns mal genauer mit ihm und seiner Geschichte auseinandersetzen. Für dich heiße ich immer noch Baron Bananenschnabelfreundchen. Wer ist Zazu? Zazu ist ein Rotschnabel-Toko mit einem blauen Federkleid und einem orangen Schnabel. Er ist der Haus- und Hofmeister am Königsfelsen und somit der ständige Begleiter der königlichen Familie. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehören Erkundungsflüge, der Morgenreport, das Überbringen von wichtigen Nachrichten und das Babysitten der Thronfolger. Wo kommt Zazu vor? Wie am Anfang schon erwähnt, ist Zazu hier so etwas wie ein allgegenwärtiger Nebencharakter im König der Löwen-Universum. Zazu kommt in allen drei Zeichentrickfilmen von König der Löwen vor, sowie in der Serie Die Garde der Löwen und im Remake. Im ersten Teil ist Zazu hauptsächlich für das Babysitten von Simba und Nala und für den Morgenreport zuständig. Unter Scars Herrschaft dient er dann als lebender Radio und im zweiten Teil wird ihm das Babysitten dann auch noch von Timon und Pumba abgenommen. Pumba! Babysitten heißt nicht gleich sich auf das Baby zu setzen! In der Serie Die Garde der Löwen trifft es ihn dann sogar noch härter und sogar die Erkundungsflüge werden ihm hier von Ono aus der Garde der Löwen abgenommen. Er verliert somit eigentlich im Laufe der Geschichte immer mehr an Bedeutung. Kommen wir auch schon zum letzten Part und schauen uns Zazu im Fandom bzw. in Legends an. Und hier erfahren wir auch etwas mehr über seine Vergangenheit. In der Bücherreihe Six New Adventures erfahren wir beispielsweise, dass er den Posten als Haus- und Hofmeister von seiner Mutter Zuzu geerbt hat. Zazu kommt hier auch in einigen Comics vor. So hat er beispielsweise Simba, Nala und Tama im Comic Schlangen im Paradies wieder zurück ins geweihte Land geholfen. Hier noch ein kleiner Funfact. Zazu wurde im Englischen vom Schauspieler von Mr. Bean gesprochen und im Deutschen verlieh ihm Eberhard Büttner seine Stimme. Den kanntet ihr vermutlich als die deutsche Stimme von Thaddäus. Ich hasse dich und zweitens, wie soll ich das sein, wenn ich doch direkt vor dir stehe? Das war's eigentlich schon noch so ziemlich zu Zazu. Worauf ich hierbei noch sehr gespannt bin, ist die Fortsetzung zum Remake. Diese soll ja bekanntlich in der Vergangenheit von Mufasa spielen und somit könnten wir eventuell einen Einblick auf Zazus Vergangenheit bekommen. By the way, habe ich vergessen zu erwähnen, dass Zazu im Remake einen Bruder hat, der denkt, dass er ein Specht sei. Sprich, wir können zumindest im Universum des Remakes festhalten, dass er mindestens einen Bruder hat. Falls ihr noch irgendwelche spannenden Fantheorien oder Fangeschichten zu Zazu habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!